Ach, Chefvisite. Das erste oder eine Mahlzeit. Na, Mahlzeit. Was ist das denn? Was kriegt ihr denn her? Du, der ist, warte, ich muss hier gucken in den Laden. Bitte. Hast du was an die Füße oder was? Ja. Hast du was an die Füße? Selber gemacht. Es ist ein reines Weltpatent. Es ist ein reines Weltpatent. Es ist die Eisilette, mein Engelmann. Was ist das denn bitte? Was ist das? Nee, pass auf. Schön da, nicht hier rüber. Es ist eine echte Eisilette. Eine reine Eisilette. Buddel, ja. Grip, ja. Heißwasser rein. Heißwasser. Und eine Lette oben auf, noch mal ein bisschen mit Fußpassform ausgeschnitten. Und jetzt hier ist es doch Glatteis draußen. So, da gehst du über das Ei, das löst man sagen, jedes Straßeneis löst es an. Und da kommt kein Glatteis gegen an. Heißwasser drin im Fuß, gehst ganz normal über die Straße und dann, ja, jetzt ist schon ein bisschen nachgekühlt. Ich bin ja von zu Hause gekommen, aber für den Weg reicht es jetzt, muss ich sagen. Für den Weg reicht das, na, weißt du? Und im Sommer, mein Ingo-Mann, es ist eine Welterfindung. Machst Im du Kaltwasser oder machst was? Machst du Kaltwasser rein ins Gefrierfach, nach einer Stunde ist es schön fest und dann kühlt es ja durch die poröse Schaumschicht von der Schumilette oder von der normalen Lette. Das ist jetzt eine normale Lette. Ich wollte die Schumilette nicht zerstören. Nee. Kühlt es mir sorgen den erhitzten Spaziergängerfuß. Das hat schon reichlich was gebracht. Na, dann ist ja schön. Es ist nur hier an rechts ist es ein bisschen rumgeruffelt. Das muss ich noch mal nachmachen. Das hält jetzt nur. Na ja, muss schon irgendwie gehen, ne? Jetzt noch mal, aber wo ist das? Aber sag mal, die Geräusche sind ja nicht so schön, ne? Ach, wenn man auf der Straße aufläuft. Weißt du, das sind das die Autos. Das ist laut, das ist richtig laut. Das sind die Autos ja auch. Also, oh, gib mal her. Ja, Kröde hat Karnevalfeier. Er hat Karneval? Ja, die Familie ist zu Besuch. Er der Familie, die irgendwie aus dem. Bitte? Irgendwie aus dem Rheinland sind oder was? Mhm. Hat er neulich erzählt. Und irgendwie kleine Feier und sowas. Ach, er hat ja, glaube ich, Jens, sein Sohn, ne? Der hat doch irgendwie. Wie ist das denn da um Achtecken? Da ist doch irgendeiner, so ein Schwager oder was? Nee. Irgendeiner ist aus Köln und der hat doch Verwandtschaft. Das stimmt, das hat er mal erzählt. Ja, aber ja, die halbe Familie ist da irgendwie. Ach, weil heute ist Karneval, ne? Stimmt ja überhaupt. Ich habe das im Fernsehen drin gesehen. Die Jecken sind los in Köln, Allorf, ne? Ja. Und meins, wie es singt und kracht und lacht und macht und. Ja. Noch alle, ne? Aber ach, er wollte eigentlich noch kommen. Irgendwie. Es ist für mich ein bisschen eine merkwürdige Unmuggeligkeit, muss ich wirklich sagen, ne? Naja. Auch weißt du, wenn du da nicht hinguckst, merkst du das gar nicht so richtig, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Die Uhr geht gar nicht bei dir hier, ne? Oder geht die doch? Es ist 6:30. Ach so, 6:30 ist schon, ne? Jetzt hier aber weiß was, jetzt mal hier das wichtigste Thema, Donald Trump ist das Stichwort. Oh Gott, hör auf. Hast du das bitte mitgekriegt? Ja, wer hat das denn nicht mitgekriegt? Außer da hat ja wohl gar keiner mitgerechnet, ne? Nee. Da hat keiner mitgerechnet. Ne? Und weißt du, was ich als erstes eigentlich gedacht habe? Dass er vielleicht jetzt mal sorgen, um die Wahl zu gewinnen, jetzt dachte ich als erstes, dass er wahrscheinlich eine Glücksunterhose angezogen hat. Er ist ja auch so ein bisschen so ein Spinner, ne? So wie jetzt hier mal sagen, hier Florian Silbereisen, der hat doch immer eine rote Unterhose an, wenn er moderiert. Als Glücksunterhose, damit alles prima läuft. Hat er das schon mal gezeigt oder was? Nee, hat er mir erzählt. Und da hab ich gedacht jetzt, das war aber nur ein Zusammenhang, dachte ich, dass Donald Trump, weil das kann ja kein Zufall sein, dass jetzt mal sorgen, dass hier ein Tag vor der Wahl wurde ja die Unterhose von Eva Braun versteigert. Und da hab ich schon gedacht, er hat sich die vielleicht ersteigert und angezogen als Unterhose der Macht. Weißt du? Die Unterhose von Eva Braun? Ja, sicher. Wer hat die denn gehabt? Wen hat die denn gehabt? Früher mal Eva Braun selber. Ja, das ist mir klar, aber nach ihr meine ich jetzt.
Ich weiß das nicht. Aber ich dachte, vielleicht hat er sich die, weißt du, mit der ist so ein bisschen merkwürdiger Vogel, ne? Ja. Aber weißt du was, mein Engelmann, ich was jetzt mal ganz, ganz ehrlich unter uns. Ich glaube, dass das sowieso von vorn bis hinten alles abgekartet war. Ich glaube, dass das sowieso alles inszeniert war von Anfang an. Das ist eine Riesenshow von Trump gewesen. Seine. Über die ganze Wahlkampf, alles, die ganze Wahl, das ist alles erfunden. Weil er war doch früher auch im Showgeschäft drin mit diesen Wrestling-Shows. Ja, er war sowieso, ja, er hat ja auch diese andere Sendung im Fernsehen gehabt, da The Apprentice, wo immer... Wo er Leute rausgeschmissen hat, ne? Ja, na, vor allen Dingen erstmal eingestellt, um sie dann, sonst kann er sie ja gar nicht rausschmeißen, ne? Ja, aber weißt du, beim Wrestling ist das ja so, dass das von vornherein alles abgesprochen ist. Auch der Verlierer steht von vornherein ja fest. Ja, natürlich. Das weiß ja jeder. Ja. Also jetzt bis auf Tim Wiese vielleicht, dem muss man das vielleicht irgendwann mal erzählen, dass er gar nicht wirklich selber gewonnen hat. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und deswegen hab ich nämlich, bin da aufgekommen. Weißt du, ich hab mir das ja alles genau angeguckt. So ist es ja nicht. Ich bin da aufgekommen, weil einer von seinen ganzen, da waren ja überall auch die Bilder, er mit Mike Tyson, er mit Roy Jones Jr., so ein Boxer, er mit den ganzen Wrestler, The Giant, da gibt es einen Wrestler, The Giant, das ist einer von seinen besten Buddies. Aha. Und sein allerbester Buddy ist ja Hulk Hogan. Ach echt? Ja, sicher. Ach nie. Ja, sicher. Ach nie. Hulk Hogan, ja. Weißt du? So, und der hat sich... Der mit diesem Bart, ne? Bitte. So, und der hat sich nämlich verplappert vor einiger Zeit, obwohl er gesagt hat, er weiß noch nicht, wer in seine Mannschaft später mal, wenn er Präsident wird, so überall tätig wird. Und da hat aber Hulk Hogan hat sich verplappert. Der hat nämlich in einem Interview gesagt, habe ich gelesen in der Zeitung, dass er, wenn hier Trump Präsident wird, ne, dann wird er Vizepräsident. Nein, das ist echt dein Ernst. Hat Hulk Hogan gesagt. Das ist, du kannst hat er gesagt. Du kannst doch nicht Hulk Hogan, kannst ihn doch nicht nach irgendwo hinschicken. Warum denn nicht? Ja, guck dir den doch an, den Mann. Ja, Arnold Schwarzenegger ist auch Gouverneur geworden, hat auch keiner mit gerechnet. Ja, aber der sah trotzdem noch ein bisschen anders aus dabei wenigstens. Ja, aber ist das doch auch so ein Spacko. Ist doch auch nur einer, der mit den Muggis und so weiter. Ich halte das absolut für realistisch. Also das ist für mich noch was anderes, Schwarzenegger, weil der hat immerhin... Was hat er denn immerhin? Es ist ein reiner Terminator. Er wird wahrscheinlich jetzt unter Trump. Das wird es nämlich wahrscheinlich sein. Deswegen glaube ich, ist es alles abgekartet. Ich glaube auch, dass Hillary von Anfang an, das stand schon längst fest, dass sie Verliererin ist. Die ist als Verliererin engagiert worden von ihm. Wie beim Wrestling auch. Die wusste von vornherein, dass sie verliert. Ach, von Trump selber? Ja, sicher. Das ist alles nur Showtime. Das macht die wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wie jetzt Ike Hessler mal sagen, ins Dschungelcamp geht. Das ist genau das gleiche in Grün. Die brauchen alle Geld, die Leute. Wer geht ins Dschungelcamp? Ike Hessler jetzt mal sagen. Ike Hessler? Ja, sicher. Ach so, das ist Weltmeister diese jetzt. Lütte. Das ist doch so ein Lütter, ne? Mhm. Was heißt das? Das ist ein Lütter, das ist ein Weltmeister. Ja, aber er ist Lütt. Immerhin ein reiner Weltmeister, der geht ins Dschungelcamp. Ja. Ist auch egal. Weißt du, ich bin fest davon überzeugt, Donald Trump jetzt mal sagen, seine Mannschaft, die er jetzt aufstellen wird, das sind seine ganzen Wrestling- und Hau-drauf- und Schluss-Buddies. Die werden alle die ganzen Ämter besetzen, so wie er geredet hat. Amerika muss wieder stark sein, wir wollen wieder so sein wie früher und die ganzen Sprüche, ne? Ja, aber trotzdem, er kann doch nicht hier, wenn er jetzt Hulk Hogan und alle diese Leute hat, dann hat er ja gar keinen, der da eine Checkung hat. Ja, das vielleicht kann ich mir, das glaube ich nicht. Vielleicht im Hintergrund, aber die Leute, die ja nach vorne stellt, mal sorgen, das sind doch alles, wenn das alle, Hulk Hogan jetzt mal sorgen, kann man ja mal durchspielen. Hulk Hogan wird jetzt mal sorgen, Vizepräsident. Oh, so, dann will er ja Rüstungsaufbau. Er hat ja gesagt, er will die Steuern senken, ne? Ja. Und jeden Dollar, den er einnimmt, hat er gesagt, ne, ja, will er gleich wieder in die Rüstung stecken, weil er will, dass Amerika wieder stark ist und so weiter und so weiter. Gott sei Dank. So, jetzt besorgen wird er ja die Dinger nun auch nicht, die Panzer und was er da alles macht denn dafür, das ganze Geld. Das wird er ja nicht haben, um es in die Garage zu stellen. Da wird er ja nun auch ordentlich mit rumklingeln, da bin ich aber ganz sicher. Oder ein Flugzeugträger, der wird ja auch nicht dafür da sein, dass die Leute Wasserski fahren. Nee. So, jetzt braucht er ja einen Rüstungsminister. So, das wird Arnold werden, da bin ich ganz sicher. Ja, weil Verteidigungsminister ist das doch immer, ist das doch das Wort. Rüstungsminister. Das ist einer, der die Waffen beaufsichtigt. Das gibt's ja. Ja. Das wird Arnold sein als reiner Terminator. Er kennt sich ja aus mit den Gewehren und so weiter. Sind die denn hier? Die sind auch dicke Buddies und der war immerhin mal Politiker. Also lauter die starken Leute werden da reinkommen. So, denn Vin Diesel, der wird der Verkehrsminister, ne?
wegen jetzt mal sorgen. Weißt weil du? Weil er schon mit einem Namen, das allein schon vom Namen, dann ist das eine andere Glaubwürdigkeit. Ja, ja. So, Verteidigungsminister wird wahrscheinlich Roggi und sein Stellvertreter Roggi 2. Ne? Wer ist denn Roggi 2? Ist er doch selber. Das macht doch keinen Sinn, Ditsche. Er ist doch selber Roggi 2 und Roggi 3 ist er auch noch. Dann ist er eben alles drei. Ja, aber er ist ja nur einer. Das kann, du kannst ja nicht ihn, kannst ja ihn nicht sagen, er soll der sein und auch noch ein anderer. Aber er kann, ich dachte immer, das ist noch ein anderer. Nein, wieso? Der sieht doch gar nicht mehr so aus wie der erste Roggi. Ja, wieso? Der ist ja auch älter geworden, Ditsche. Ja, so wie du auch. Älter, ja, aber ich sehe ja noch, mach mal klein und hubel. Du siehst auch nicht mehr aus wie knusprig wie vor 20 Jahren. Da brauchst du dir gar nicht einbilden. Dann bilde ich mich ja gar nicht ein. Was hab ich denn damit weiter zu tun? Aber jetzt weißt du, wenn er jetzt mal sagen, sagen wir mal, wenn er das jetzt alles da reinsteckt, ne? Jetzt, ne? Wenn er das jetzt alles da reinsteckt. Mal sorgen in die Rüstung und in die ganzen Waffen die, und so weiter. Das so, Geld alles. So. Dann wird er ja natürlich auch mal sorgen, wenn er wieder irgendwo in den Irak kriegt, dann wird sich ja George W. wird sich ja freuen, endlich wird mein Lebensweg weitergeführt. So, ne? Und dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht so sein, so wie sonst normalerweise, dass man eine normale Kriegserklärung übergibt. Dann werden sie das ja schön bisschen nett aufmotzen. Weißt du, dieser Irakkrieg wird ihnen präsentiert von Coca-Cola. Zum Beispiel. Und dann heißt er auch irgendwie, heißt es auch nicht mehr normal Irakkrieg, sondern Schlag den Trump. Ne? So was in der Art wird er machen. Das sieht ja gleich so eine Sendung. So ein bisschen auf hier, hey Leute, ist ja alles lustig und so, ne? So ein bisschen mehr so in der Art. Weil Amerika soll ja stark werden, wieder, hat er ja gesagt. Ja. Nee, ne? Great soll werden. Also, great und stark. Er hat gesagt, wieder wie viel. Das wird er auch sein. Bauminister, dann nimmt er den. Bob, der Baumeister, ist er auch ein Amerikaner. Denn das ist so das Erste, was er machen wird, dass er da erstmal... Er will ja bauen. Er will bauen. Er sowieso, eigentlich will er nur von Haus aus nur bauen, weil das ist ja das Einzige, wo er ein bisschen Ahnung bitte von hat. Es ist ein reiner Baulöwe, ja, ein reiner Baulöwe. Deswegen hat er auch gleich gesagt, hier Straßen, Brücken und das alles will er gerne... Ja, und das als aller... Was ist das da denn drin? Und als allererstes, ne, wird er ja diese Mauer... Ja, hat er gesagt. Genau, wo die Mexikaner für bezahlen, ne? Genau, das wird er als erstes bauen. Aber weißt du, was ich glaube, mein Engelmann? Ja. Er sagt ja immer, der will nur, dass die Mexikaner da nicht so ohne weiteres reinkommen. Aber ich glaube, er will das sowieso nur machen, weil er hat doch mal mit diesem Pornomodel was gehabt. Diese Tina Tequila. Tina Tequila ist das Stichwort. Ach, das und er will wahrscheinlich Tina Tequila. Aha. So, und die ist ja, wie der Name schon sagt, ja Mexikanerin. Tequila, ne? Ne? Ja, naja, das kann auch ein Künstlername sein, ne? So ist das nicht, ne? Naja, wenn die jetzt mal sorgen, Rita Riesling heißen würde, würde sie aus der Pfalz kommen. Also man kann es ja schon ein bisschen vom Namen her einschätzen. Wahrscheinlich sieht sie so ein bisschen aus, so auf jeden Fall. Dafür baut er wahrscheinlich die Mauer, damit die Frau da nicht so mehr zu ihm kann jetzt und so weiter, glaube ich, um sie abzuhalten. Was für sie? Ja, sicher, dass sie ihm nicht nachstellt, damit sie Schwierigkeiten hat, zu ihm zu kommen. Ach so, weil er sonst mit seiner Ollen Ärger kriegt, oder was? Wahrscheinlich, ne? Er hat ja die Macht. Er kann ja jetzt bauen, was er will. Dann will er ja wahrscheinlich auch, weißt du was, er will, hat ja auch immer Angst, dass da irgendwelche Einwanderer kommen. Ne? Ja, dann wird er wahrscheinlich, hier weiß welcher Staat, mal sorgen, am meisten denn dafür ja seiner Meinung nach gefährdet. Das ist Hawaii. Weil das ist ja mal sorgen wie so eine Insel. Und wofür, dass er die Einwanderer... Dass da Leute kommen von der Seeseite aus, da wird er wahrscheinlich einen Wassergraben drumherum bauen. Wieso, da ist doch schon Wasser, oder das ist doch eine Insel. Was willst du denn da, wie soll das... Da ist doch Wasser, ist doch sowieso schon... Wie bei Ritterburg. Wasser, Graben... Ja, Wassergraben, wie Wasser, das Wassergraben, ist, das dachte ich jetzt. Meer, sowieso, das ist auch Meer, Ditsche. Dann musst du ein Gebirge drum bauen, das musst du machen. Aber Wasser bestimmt bauen wird, mein Engelmann. Das war nämlich in der Zeitung abgebildet, war doch hier immer sorgen, diese... Wo ist das, wo diese amerikanischen Präsidenten in Stein gehauen sind? Ja, dieses, ich weiß, warte, Mount irgendwas. Ich komme jetzt nicht drauf. Mount irgendwas. Irgendwo, wo die da sind vier Präsidenten drin. Ja, ja, ja. So, und er sieht sich ja als neuer Gründer vor. Ja. Hat er ja gesagt. Das ist praktisch wie Amerika jetzt sozusagen reloaded, nochmal auf neu gemacht und so weiter. Da wird er wahrscheinlich mit seinem Bob der Baumeister hinfahren und dann wird er mal sagen, den Kopf von George Washington. Nimmt dann Schwingschleifer mit.
Ne? Das ist ja der Gründervater von Amerika. Mhm. Und dann schleift er den so lange ab, bis er ihn sozusagen so hinkriegt, dass er aussieht wie er. Weißt du, er will sich doch ja auch verewigen, ne? Dann muss er halt... Hat er das gesagt, dass er da auch in den Berg... Nein, nur weil das war in der Zeitung abgebildet. Und er sieht sich ja auch dann in der Reihe, weil er ja Amerika jetzt wieder neu zu all der Stärke führt. Oh. Und dann wird er wahrscheinlich nur, weil George Washington hat ja mehr so Curly-Löckchen hier an der Seite gehabt, die werden abgeschliffen. Mm. Und dann fehlt ja vorne die Tolle. Ja, wie willst du die denn machen? Aus wahrscheinlich, er hat ja wahrscheinlich noch übrig den Mafia-Beton, aus dem er seinen Trump-Tower gebaut hat damals. Wieso Mafia-Beton? Haben die gesorgt, habe ich in der Zeitung gelesen, das waren irgendwelche... Irgendwelcher Beton, irgendwie den er von irgendwelchen Mafia-Leuten gekauft hat und so weiter. Ach so, wo die Mafia-Leute sonst immer die mit den Füßen reinstellen. Man weiß es nicht. Da hat er ja wahrscheinlich noch größere Mengen davon über. Und daraus, das wird dann oben wird eine Kiepe gebaut und dann wird die Tolle gebaut und da hinein verankert. Und dann muss er wahrscheinlich, wenn er das abschleift, dass er da sozusagen sein Hörnchen draus macht, muss er nur aufpassen, dass da nicht irgendwelche Mafia-Bosse denn mit mal da rausgepurzelt kommen, ne? Ja, das ja. kann ja passieren, ne? Das wäre natürlich unangenehm jetzt vom Bill hier, ne? So, aber weißt du was? Mm. Dann wird er ja wahrscheinlich das Weiße Haus umbauen. Das Weiße Haus hat ja 132 Zimmer. Damit kommt der Mann ja überhaupt nicht aus. Das ist meine Meinung. Weißt du, er hat ja alleine diese Frau, diese Melania, die braucht ja bestimmt eine eigene Schönheitsfarm. Dann wird ja hier und das 132 Zimmer, das ist für ihn ja alles viel zu klein. Allein sein Sohn, der hat ja einen 10-jährigen Sohn, jetzt ja, mal abgesehen von den ganzen anderen Leuten, die er noch einmal im Schlepptau hat. Ne? Sein Sohn hat in, hier mal sagen, einen Trump Tower drinnen, ne? Hat sein Sohn. Zwei Etagen. Eine Etage, wo er wohnt, da fährt er manchmal mit so einem kleinen Elektro-Go-Kart Mercedes durch die Türen und durch die Kurve so rum, habe ich mal gesehen. Und dann hat der Sohn noch eine Etage, wo er Golf spielt, wo Golflöcher sind, wo er dann so spielt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist mein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist mein Ernst. Ich habe es nicht erfunden. Normalerweise könnte ich mir vorstellen, dass ich mir sowas ausdenke, aber es ist nicht ausgedacht. So, und wenn der jetzt ins Weiße Haus zieht, der Junge wird ja auch größer. Mhm. Dann will er ja mal sagen, so ein normaler Golfplatz, das sind ja 18 Loch, sagt man ja. Mhm. Und hast mal gesehen, wenn die jetzt mal hier Tiger Woods ist, das Stichwort, das geht ja über hunderte von Meter teilweise. Ja, logisch. Da kommen sie ja bei den 132 Zimmern gar nicht nach. Was meinst du, wie viele Wände die durchbrechen müssen, damit der mal so ein Loch zu Ende spielen kann? Wieso, das können die ja auch wo draußen machen. Die haben ja wohl auch da Rasen noch mal. Das ist doch viel zu gefährlich, wenn der den Ball irgendwo überschießt und muss den holen. Dann müssen die Sicherheitsleute da ständig hinterher den Ball holen. Der Ball ist ihm noch scheißegal, der Chill, wenn der den verballert. Was mal, also glaubst du, dass er da weint und soll, ich will meinen Ball wieder haben, der hat $2 gekostet. Das interessiert den doch gar nicht. Aber er will bestimmt. Musst du mal so rumdenken. Ich denke so rum, aber er wird bestimmt da drin auch spielen wollen. Da kommt, ich bin mir ganz sicher, dass sie mit Sicherheit werden, die den, das Ganze, er wird die Kuppel abbauen, die Räume wird ja, das wird ja, das Oval Office wird ja gar nicht ausreichen. Dann wird er das Dach abbauen und dann wird er in die Höhe bauen, weil er Türme kann er ja bauen. Ach so, ja, dass er da so ein Hochhaus traut. Ja, sicher. Dann heißt das auch nicht mehr das Weiße Haus, sondern das Weiße Hochhaus. Ja, das kannst du... Das Weiße Hochhaus. Das kannst du haben wahrscheinlich. So, aber weißt du, was ich mir jetzt überlegt habe? Die große Problematik. Hat schon Franz Josef Wochner von der Bild-Zeitung geschrieben. Wenn die Merkel jetzt mit Ihnen sprechen soll... Was ist das? Krödi! Ja, du siehst ja... Guck mal bitte, wie er aussieht, möge die Macht mit ihm sein. Habt ihr Karneval gefeiert, oder was? Ich hab's schon gehört. Ja, Jenser, na, das ist ja mal eine Überraschung. Was gibt's da denn zu lachen? Lass den armen Mann noch, muss doch nicht lachen, das sieht doch muckelig aus, ne? Ne? Oha, mach mal ein Bierklopf für die Jungs, du. Das ist so eine Sache. Na. Ja, die Verwandtschaft aus Köln ist da. Die Verwandtschaft aus Köln ist da. Das ist so schön, dich habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Ja, stimmt. Du siehst aber gut aus. So. Ja, ich habe Vater mal vorbeigebracht. Ja. Ja, das ist ja. Soll ich Krödi ein Bier bringen oder gibst du ihm eins? Ich gebe ihm eins. So. Wir sprechen gerade über Donald Trump. Und jetzt weißt du was? Hier Franz Josef Wagner von der Bild-Zeitung hat schon geschrieben, die Merkel jetzt, ne? Ja. Sie hat ja einen ganz anderen Wortschatz, eine ganz andere Wortwahl und ein ganz anderes Denken. Wie soll die denn mit dem Mann irgendwie auf Augenhöhe reden und Deutschland repräsentieren? Das wird ja vorne und hinten nicht funktionieren. Nee, wie soll sie das machen? Weil
Ich meine, sie kann ja sowieso nicht Englisch, davon mal ganz ab. Aber das hat damit ja nichts zu tun, von Niveau jetzt her alleine. Die Politiker, die wir hier haben, die haben doch, ich sag jetzt mal vorsichtig, das sind doch nicht so eine Prollnasen wie der Trump. Nö, nö, von daher natürlich nicht, das ist klar. Und deswegen dachte ich nämlich jetzt, weißt du, Sie sind doch gerade dabei, einen Kandidat zu finden für die Bundespräsidentin. Und da geht es ja immer hin und her und immer sagen sie nee und sie haben doch noch keinen und der eine sagt hier und der andere da. Jetzt sollte das heute entschieden werden. War wieder nicht. Gabriel war krank. Na, ach, sagt man. So, und jetzt weiß, was ich glaube. Hm. Die haben nämlich nur abgewartet, was da jetzt passiert in Amerika. Mit Trump. Ja, und jetzt überlegen sie, was für einen Kandidaten sie finden, wen sie denn da immer hinschicken können, der da mal halbwegs auf Augenhöhe mit dem Trump auch reden kann. Weil ein von uns ist so ein Steinmeier, der arme Mann, was soll denn der da hinfahren? Der wird ja mit denen gar nicht reden können. Du brauchen sie ja auch irgendwie so ein Handy. Weißt du? Was für ein? So ein Hirni brauchen Sie. Ein Hirni, ja, ja. So ein Hirni, ja, das ist wahr. Weißt das du, ist so, wahr. Da ist, überlegen Sie jetzt, dass Sie da wahrscheinlich mit dem Trump viel besser reden, wenn wir einen Bundespräsident haben, der so da auf so, Augenhöhe. So mehr oder weniger. Also auf niedriger Augenhöhe. Auf niedrig, also das muss halt einer sein, der auch pöbelt, ohne dass irgendwas passiert. Der soll beleidigen können, er soll mir sagen, auch alles Mögliche, Lügen und so weiter, ohne dass das Konsequenzen Frauen gibt. Denn Freiber. Finde auch doof. Weiber, muss er denn immer, er muss auch reich sein natürlich. Ein Showman muss das sein, einer, der im Fernsehen auch nur Sorgen schon Erfahrung hat. Ne? Ist gar nicht so leicht zu finden, ne? Wer soll das sein, ja? Wen beleidigt man jetzt am wenigsten? Dieter Bohlen. So, ich dachte, Dieter Bohlen ja, wäre an sich kein schlechter Kandidat. Wegen der Frisur. Das kommt hin. Ja. Das kommt hin. Aber der kann natürlich auch kein Englisch, ne? Das ist scheißegal. Aber weißt du, es gibt eine ganz Trump andere... Trump kann auch kein Deutsch. Eine ganz andere... Euer Trump kann auch kein Deutsch, ne? Es gibt eine ganz andere Problematik. Ne? Eine ganz andere Problematik. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Na, was denn? Kann er nicht? Hat er keine Zeit, oder was? First Lady ist das Stichwort. Wie von Bohlen, wieso die... Die passen nicht zusammen. Die First Ladies müssen auch zusammen. Wer ist denn das überhaupt von Bohlen? Ja, eben. Wenn er jetzt mal sorgen doch. Guck mal, diese Frau von Trump aktuell? Jetzt hier. Keine Ahnung. Hast du die Frau von Trump, ne? Melania. Ja. So, das ist ja auch ein Schnicki-Schnacki-Model mit allem drum und dran. Und mit hier mal sorgen, weiß ich nicht, was auch alles. Mit Schönheitsoperationen und sowas alles. So, da brauchen wir ja eine First Lady, die dann mit ihr auch mal zusammensitzt beim Tässchen Tee und dann mal schön die Handtasche für 30.000 Sorgen gegeneinander vergleicht. Auch die ist aber schön. Und zeigen Sie mal, wo haben Sie denn hier das Botox? Ach, das ist ja fein und so. Und da mit seinem Bohlen ist ja, wenn er jetzt wenigstens noch mit Nadel oder so zusammen wäre, dann würde das ja halbwegs funktionieren. Das würde gehen. Nadel würde wir eigentlich, ne, von daher. Kann auch kein Englisch. Ja. Aber Nadel ist nicht mehr und Feldbusch ist auch nicht mehr. Nee, und die sind Brünette. Das passt auch nicht. Ja, weil sie so eine andere Haarfarbe kann sie ja wohl haben, Ditsche. Nur wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Also. Aber wer könnte das denn sein? Also muss auch so eine besemmelte Frisur haben, muss ein Pöbler sein, Kohle gemacht, im Fernsehen aufgetreten, ein reiner Deutscher. Ja, für ihn jetzt, ja, das ist ja klar. Hast ja schon gesagt, Dieter Bohlen. Aber sie jetzt. Aber genau, es muss auch noch eine passende First Lady sein. Ja, Jensa, wer kann das sein? Weiß man nicht, ne? Heidi Klum. Heidi Klum? Aber sie ist ja, die kannst ja nicht Dieter Bohlen und Heidi Klum nein, verheiraten. Die wohnen dann in Schloss Bellevue, das machen die doch nicht. Nee, da ist sie auch zu schlau für, glaube ich. Also würde ich sagen. Glaub das. Robert Geis! Die Geißen! Die Geißen! Bitte? Die Geißen! Was, nur sie oder was? Nein, beide! Ach so, beide! Das ist Welt! Ach so! Die Geißen! Robert Geis und Carmen Geis! Bitte? Bundespräsident und First Lady von Deutschland. Ja, ja, ja. Aber das passt. Das passt. Das passt wirklich. Das mein passt. Engelmann. Ich glaube, die hätten auch Böcke drauf. Da jetzt mal von abgesehen. Die hätten auch Böcke auf. Ne? Das würden die machen. Die anderen wollen ja alle nicht. Von daher, ne? Ja, die würden. Ich muss noch mal los. Ja. Vater, ich hole dich nachher ab, ne? Okay. Dann mach das mal gut, ne? Jenser, ja. Mensch, du hau rein, ne? Bis später. Alles klar. Machst mir mal gleich noch einen Hobel klar. Tschüssing. Du weißt, was jetzt hier bei Kergers, ne?
Er hatte doch sein Gedächtnis verloren, ne? Ich weiß. So, ja. Sie haben ihn doch dann noch zusammenge... Er ist auch noch mal verprügelt worden, hast du doch erzählt, weil er so aussah wie so ein Clown. Ja, das ist aber... Er ist ja schon wieder zu Hause und da haben wir hier Herzblatt gespielt, weil ich ja versucht habe, ihn sozusagen an eine Liebesmuggelei von seiner Frau wieder zu erinnern, dass er seine Frau erkennt. Und das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt habe ich ihr aber vorgeschlagen, weiß was, sie soll... Moment mal, da hat er doch Giovanni, hat er sich doch ausgesucht. Ja, sicher. Das war ja voll daneben gegangen. Ja. So, und jetzt habe ich ihr vorgeschlagen, sie soll ihm sein Lieblingsgericht essen machen, weil Liebe geht durch den Magen. Mhm. Das ist jetzt auch nochmal ein guter Trick. Mhm. Ne? Ja. Ne? Ja. So, und er macht ja am liebsten Kohlroulade. Ach ja? So, und da habe ich dann aber noch nachgeholfen. Und hab dann noch mal sagen, in die offene Kohlroulade, da sind der Speckstreifen drin und Gurke. Ja. Und die wird ja zusammengebunden. Mhm. Und dann hab ich seinen Ehering da reingelegt. Ne? Was? Ins obere Fleisch, sodass wenn du das in die Faden haust, dann klappt das auf und dann sieht er auch gleichzeitig, es duftet und er sieht den Ehering. Noch sozusagen zwei Auslöser. Wo hast du den denn hier? Den Loch immer auf dem Nachttisch bar. Den trägt er nicht, oder was? Nee, da hat er zu dicke Finger gekriegt. Aber, ach so. So, aber er kennt ihn. Ja. Das war mein Plan. Ja. Liebe geht durch den Magen, Duft und den Ehering. Ja. Und jetzt ist aber Folgendes passiert, mein Engelmann. Jetzt hat er den genommen wie so ein dickes Würstchen und hat da einmal so reingebissen und dann hat er sich verschluckt. Aber jetzt weiß, was denn passiert ist. Dann ist Frau Kager aufgestanden und hat ihn hinten auf den Rücken gehauen. Und dann ist er rausgeflogen. Und aber von sozusagen von Schlag ist er nach vorne geschnellt und mit dem Kopf in den Teller gebreddert. Und dann ist er dort 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden benommen liegen geblieben. Was? Und dann ist er wieder hoch. Mit einem Kartoffelpüree am Korb und so weiter, das sah ein bisschen albern aus. Aber dann hat er plötzlich, hat er gesagt, oh, Liebling, du hast mir mein Leibgericht gekocht. Nein. Durch den Schlag von hinten mit dem Teller hat er sein Gedächtnis wiederbekommen. Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt. Dass er hier leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, oder wie soll ich das verstehen? Oh, es pütschert fast raus, ne? Und ich dachte ja, dass er vielleicht Augengrippe auch hat, weil er so komisch immer geblinzelt hat. Das ist doch jetzt das Letzte, was gerade rumgeht. Augengrippe ist das Stichwort. Augengrippe, diese Hühnergrippe. Nein, ist das wieder. Sowieso. Da weiß man auch nicht, wenn Hühner das kriegen, ob es dann Hühneraugengrippe ist oder Augenhühnergrippe. Augengrippe, das ist doch da irgendeine Augengrippe. Und da gibt es wahrscheinlich, habe ich mir gedacht, ja, die meisten Blessuren bei der Augengrippe sind ja jetzt mal Sorgen, die Folgeschäden, weißt du, wenn einer jetzt mal sagen, weil das wird ja wahrscheinlich durch Angucken übertragen. Wie durch Angucken? Du kannst doch nicht durch Angucken krank werden. Wie soll das denn gehen? Ja, wenn es Augengrippe ist, wahrscheinlich schon. Und dann machen die Leute die Augen zu, damit sie nicht sich anstecken auf der Straße. Dann laufen sie irgendwo gegen und haben irgendwie Verstauchung. Ditsche, bist du schon mal in deinem Leben irgendwie krank geworden, weil du was angeguckt hast? Ja, aber bei Augengrippe ist das so eine Spezialsache. Und wenn das zum Beispiel bei Fliegen, wenn jetzt mal sagen, Insekten das bekommen, dann muss ja wahrscheinlich eine Facette von Facettenauge mehr als die Hälfte das auch haben, damit man überhaupt von einer Krankheit sprechen kann. Oder was meinst du, Krödi? Klappe halten, du musst. Feierabend, ich hab. Augengrippe. Fliegen, wie sollen denn Fliegen Augengrippe kriegen? Was soll das denn überhaupt? Das gibt doch gar keinen Sinn. Fliegen und Augengrippe. Ja, wenn, dann werden ja alle betroffen. Die Tiere, also, egal.